Forecasting in Power BI. Wie man das macht, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. In Power BI habe ich nun eine einfache Datumsdimension und eine einfache Faktendimension. Schritt 1, ich erstelle einen Jahresfilter. Selektiere Kalenderjahr, um später die Daten einzuschränken. Wähle den Zeitbereich 2005 bis 2013 aus. Im nächsten Schritt wähle ich ein Liniendiagramm und definiere nun den Datumsbereich, wähle hier auf Full Date Alternate Key und möchte den Sales Amount mir anzeigen lassen. Ich kann hier oben entsprechend die Grafik filtern. Was ich nun machen möchte, ist ein Forecast dieser Daten. Hierzu selektiere ich die Liniengrafik und habe hier eine Möglichkeit mit Analyse in der Rubrik Vorhersage. Wähle hinzufügen und kann nun im ersten Bereich definieren, wie viele Punkte ich prognostizieren möchte. Ich kann das auf Jahresebene, Quartalsebene, Monatsebene und so weiter. In unserem Fall wähle ich Monate und sage, ich möchte die nächsten 6 Monate prognostizieren. Klicke auf Übernehmen und erhalte nun einen Wertebereich, in der sich die Prognose bewegt. Des Weiteren kann ich eben mit der Saisonalität noch angeben, in welchem wiederholenden saisonalen Muster sich die Prognose bewegen soll. In unserem Fall geben wir an 365 Tage. Und erhalten nun ein genaueres Bild der Prognose. Wie ihr seht, kann ich so relativ einfach in Power BI eine Prognose erstellen. Ich habe dann noch weitere Möglichkeiten wie Farbgebung, Linienart und Stil für Konfidenzband. Falls ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar und ich würde mich über ein Like oder eine Subscription sehr freuen. Tschüss und bis bald.